Herr Schröder, Herr Altbundeskanzler ist ja nicht Ihrs, Herr Bundeskanzler, oder bleiben wir beim Herrn Schröder? Schröder reicht, man ist vorher Müller-Schulze oder eben Schröder, dann ist man ja Bundeskanzler und danach wieder Müller-Schulze oder eben Schröder. Alles klar. Herr Beck hat vorhin von einer Gezeitenwende gesprochen. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Veranstaltung, da haben viele davon gesprochen, von Türen aufreißen, aufatmen, die SPD sei geil und die Grünen sexy gewesen damals. Das haben mir schon einige gesagt in Erinnerung. Wie war das für Sie, als Sie damals nicht mehr rütteln mussten, sondern einfach die Tür aufmachen konnten zum Kanzleramt? Naja, also die beiden Begriffe geil und sexy haben wir eigentlich wenig gebraucht in dem Zusammenhang. Wir haben Wahlen gewonnen, zusammen. Die SPD war damals deutlich stärker als die Grünen, selbst noch stärker als die Grünen heute. Und das will ja was heißen. Und wir haben uns dann zusammengefunden, einen Koalitionsvertrag hinbekommen, der wirklich Sinn machte. Und wir haben den umgesetzt und haben etliches erreicht dabei. Gezeitenwende würde ich das nicht nennen. Wir haben auch nie so sehr untereinander über ein Projekt geredet, sondern über eine Koalition, die eine Regierung zu stellen hatte und die was verändern wollte. Das betraf die Energiepolitik, insbesondere also die Frage des Rausgehens aus der Atomenergie. Das betraf einige gesellschaftlich wichtige Themen, wie zum Beispiel die Aufhebung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensverhältnisse, wie zum Beispiel etwas, was heute ja noch Wirkungen hat, etwa eine Veränderung in dem, was man Migrationspolitik heute nennt. Damals ging es um die Frage, schaffen wir eigentlich ein modernes Zuwanderungsrecht auf der einen Seite, Staatsbürgerschaftsrecht auf der anderen Seite und letztlich natürlich auch die Frage Krieg und Frieden. Wann beteiligen wir uns an militärischen Interventionen und wann nicht? Nicht zu unterschätzen, das, was wir an innenpolitischen Dingen zu tun hatten, etwa das, was Walter Riester mit der Rentenpolitik zu organisieren hatte, aber eben auch die Dinge, die einfach sein mussten, um mehr Liberalität in der Gesellschaftspolitik hinzubekommen. Und natürlich das, was insbesondere Heidi Wieczorek zu verantworten hatte. Wir wollten deutlich neue Zeichen setzen, auch in der sogenannten Entwicklungshilfepolitik. Alles in allem ist das nicht perfekt gelungen, konnte es auch nicht. Aber es ist schon etliches erreicht worden. Zeitenwende würde ich das nicht nennen, aber schon mehr Demokratie wagen, das ist gelungen. Und das ist dann die Fortsetzung dessen, was Willy Brandt 1966 und 1972 angefasst hat. Und worauf ich auch hinweisen will, wir haben die Entspannungspolitik von Brandt insofern und von Schmidt insofern fortgesetzt, als wir das Verhältnis zu Russland definitiv auf neue Füße gestellt haben. Also alles in allem etwas und gleichzeitig dafür gesorgt haben, dass wir eine relative Unabhängigkeit, mehr kann es ja nicht sein als NATO-Mitglied, eine relative Unabhängigkeit von einer amerikanischen dominierten Außenpolitik in Gang gesetzt haben. Und darauf sind wir, oder bin ich jedenfalls, durchaus stolz. Also der ganz große Abriss, ich würde trotzdem gerne von Ihnen noch mal wissen, Sie haben ja davor sehr deutlich gemacht, ich will das unbedingt, ich will da unbedingt rein. Wie war das für Sie ganz persönlich, als Sie da plötzlich drin waren? Naja, war schon das, was war schon konsequent. Und ich will das auch so sagen, ich finde, wenn man um dieses Amt kämpft, dann muss man es ganz tun. Da muss auch deutlich werden, ich will das, weil ich glaube, dass ich das kann. Wenn man nämlich zögerlich ist, wenn man um dieses Amt des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin kämpft, dann muss man sich nicht wundern, wenn Zögern sichtbar, fühlbar wird, dass die Unterstützung der Menschen, die einen wählen sollen, begrenzt bleibt. Also ein solides Machtbewusstsein, ein Ringen um demokratisch legitimierte Macht ist schon eine Eignungsvoraussetzung dafür, dass man Kanzler das so eingeschätzt wird, dass man das doch eher kann als nicht kann und gelegentlich
man muss ja nicht am Zaun rütteln, aber man muss schon deutlich machen, ich will schon, sonst macht es keinen Sinn. Sehen Sie da Defizite heute? Ich wollte mich eigentlich darauf zurückfallen lassen, dass über die Fragen heute in der nächsten Runde geredet wird. Wir schauen. Aber ich kann nicht umhin, gewisse Defizite feststellen zu müssen. Das ist so. Herr Trittin, die Grünen haben ja das Kellnersein beim Koch SPD ziemlich widerspruchslos akzeptiert. Damals 98. Wie groß war für Sie dieses Wagnis? Wir sind ja von einer anderen Geschichte gekommen. Wir sind 1990, als Gerd Schröder und ich noch in Niedersachsen gemeinsam regiert haben, als Grüne aus dem Bundestag rausgeflogen. Wir haben uns dann neu aufgestellt. Wir haben uns von Leuten getrennt, die das Regieren abgelehnt haben. Wir haben dann 1994 den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft. Und es gab damals zwischen den unterschiedlichen Strömungen, wir waren ja immer eine lebendige Partei, einen Konsens. Von 1994 bis 1998 haben alle Teile der Partei daran gearbeitet, Helmut Kohl abzulösen und eine Regierungsbeteiligung hinzubekommen. Da waren wir übrigens klarer als in manchen Situationen auch Gerd Schröder. Der wäre auch bereit, mit Volker Rühe eine Koalition zu machen gewesen. Ich kann mich das nicht erinnern, muss ich wirklich. Aber das war sozusagen etwas, was wir uns sehr hart erarbeitet haben und wo wir in der Frage auch klar waren. Und wir sind in diese Koalition reingegangen mit bestimmten Vorstellungen. Vorstellungen, dass dieses Land nachholend, würde man heute sagen, modernisiert werden muss. Dass wir es auf die Höhe der Zeit bringen beim Staatsbürgerschaftsrecht. Dass wir endlich das, wofür wir uns mal gegründet haben, nämlich den Ausstieg aus der Atomenergie. Dass wir eine andere Energiepolitik wollen. Dass wir eine ökologische Steuerreform wollen. Das waren alles die Dinge und das waren alles Rezepte, dass wir uns gar nicht verstecken mussten. Kochen konnten wir, servieren können wir auch. Deswegen ist das an uns ziemlich abgeperlt. Und ich glaube, im Rückblick zeigt sich, dass im Wettbewerb der Köche bei Rot-Grün die Grünen nicht so schlecht dagestanden haben. Also dazu muss ich nun wirklich was sagen. Also zunächst einmal, was heute angeht, ist diese Koch- und Kellnergeschichte ja überflüssig. Weil das Gasthaus ist so spärlich besetzt, dass man wahrscheinlich beide nicht ganz ausgelastet sind. Aber das ist ein anderes Thema. Nur, was damals mich dazu gebracht hat, diesen Begriff zu benutzen, hatte Jürgen bei allem Respekt eine andere Bewandtnis. Damals war, anders als heute, die Grünen waren so eine Art Gott sei bei uns, bei der Gesellschaft, bei der Presse auch. Also man machte nur notgedrungen Koalitionen mit den Grünen. Wir haben das in Hessen erlebt, Börner Fischer. Wir beide haben das in Niedersachsen erlebt. Wir waren die Ersten, die 4 Jahre durchgehalten haben. Ja, ich weiß. Das lag an mir und an dir. nee, das ist wirklich so gewesen, weil der hat einen ewig geärgert, aber er war verlässlich. Wenn Ja war Ja, wenn Nein war Nein. Und das war eine der Konstanten übrigens auch in der Zusammenarbeit mit Jürgen Trittin in der Bundesregierung. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich wollte nur sagen, damals musste die SPD, wenn sie mit den Grünen regieren wollte, klar machen, wer das Sagen hat, weil die Grünen noch so ein bisschen als eine Partei, die nicht so ganz in die Gesellschaft passte, ein bisschen radikal war und zu radikal, jedenfalls für viele SPD-Mitglieder. Das hat sich doch heute total geändert. Das ist doch nicht mehr nötig für die heutigen Grünen. Die sind so etabliert, dass keiner mehr Angst vor denen haben muss und ja auch keiner mehr Angst hat, was man sieht. Und insofern war das damals eine Notwendigkeit, das zu sagen, um Stabilität in die Geschichte reinzubringen. Heute wäre es völlig überflüssig. Würde ich auch nicht mehr benutzen. Wie gesagt, wegen des Gasthauses. Zu wenig Gäste. Na, also immerhin bei den Grünen, letzte Umfrage 24%, die SPD das ist doch bei mein 13. Problem. Das ist doch das Problem, was ich ausdrücken wollte. Gut. Aber Herr Trittin, weniger radikal. Was ist eigentlich, sind die Grünen im Moment noch eine linke Partei oder sind die schon bürgerlich und ist das auch gerade ihr Erfolgsrezept? Ich kenne in Deutschland keine nicht bürgerliche Partei. Ich weiß, unter welchen, nein, auch da wäre ich vorsichtig.
unter welch sozusagen gut situierten Verhältnissen beispielsweise Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht im Saarland leben. Ich kenne rechte und linke Parteien, ich kenne demokratische und nicht demokratische Parteien, aber im Prinzip sind in einer bürgerlichen Gesellschaft wie die Bundesrepublik Deutschland, ist alle Parteien bürgerlich. Deswegen ist das für mich keine Kategorie und ich habe mich immer gegen diese Begrifflichkeit gewehrt, weil das ein Kampfbegriff der politischen Rechten gewesen ist, die anderen zu vaterlandslosen Gesellen zu erzählen. Deswegen darf man das nicht akzeptieren. Und das Zweite, sehen Sie, wenn Sie in den letzten Monaten und Wochen in Bayern gewesen sind, da hat es haufenweise Demonstrationen gegeben. An einem Tag über 100.000, die gegen das Polizeigesetz demonstriert haben. Das haben die Grünen wesentlich mitorganisiert. Viele Sozialdemokraten auch übrigens dabei. Also das will ich jetzt gar nicht uns alleine anrechnen. Aber eine ganz klare Positionierung. Und 4 Wochen später sind Zehntausende auf die Straßen gegangen, um gegen Rechtsradikalismus und für offene Grenzen in einem gemeinsamen Europa zu streiten. Gegen Nationalismus und Hass. Wir haben während dieser Wahlkampagne einen Volksentscheid auf den Weg gebracht, der erst dann vom Gericht gestoppt worden ist, gegen die anhaltende Flächenversiegelung. Wir haben ganz erfolgreich gekippt, die dritte Startbahn in München. Also, wo fehlt Ihnen da die Radikalität? Mir nicht. Ich bin mit meiner Partei sehr zufrieden. Das ist eine ökologische, eine radikaldemokratische, an Bürgerrechten orientierte Partei, die versucht, diese Inhalte dann auch tatsächlich in Regierungen umzusetzen. Und dass das Regieren auch nicht zwingend schaden muss, das haben die hessischen Grünen, glaube ich, ganz gut bewiesen. Wir haben dort, obwohl in der Regierung, mit einem schwierigen Koalitionspartner, und ich glaube, sowohl Tarek Al-Wazir, Priska Hinz und ich, wir hätten nicht gedacht, dass das mit einem Volker Bouffier irgendwie geht. Das war nicht unsere Anfangsvermutung. Aber es ging und die Wählerinnen und Wähler haben gesagt, ihr habt das ordentlich gemacht und ihr sollt das gestärkt weitermachen. Herr Schröder, wenn wir noch mal einmal kurz zurückgucken und dann die Gesellschaft heute angucken. Sie ist einfach eine andere geworden. Sie ist zersplitterter, polarisierter, vielleicht individualistischer geworden als zu Ihrer Zeit vor 20 Jahren, als Sie damals Rot-Grün zusammengeschweißt haben. Ist diese Zeit der Sozialdemokratie vorbei oder wie muss sie sich umstellen, um wieder über die 13-14% rauszukommen? Also, das sollten Sie vielleicht in der zweiten Runde nochmal fragen. Aber ich würde zunächst einmal sagen, Jürgen hat ja an einem Punkt recht. Was wir im Moment erleben, ist das, was ich die Europäisierung des deutschen Parteiensystems nenne. Wir hatten ja über lange Jahre in der Bundesrepublik links wie rechts sozusagen Tabuzonen. Das hat damit zu tun, dass die Linke, damals organisiert über DKP und ähnlich in der alten Bundesrepublik, diskreditiert war. Dadurch, dass die DDR existierte und die Linke dort im Grunde unzuverlässig war, weil sie im Wesentlichen ihre politischen Heimat im Weltkommunismus hatte. Und deswegen konnte sich links von der SPD so wenig entwickeln. Rechts ganz ähnlich, aus historischen Gründen gab es eine Tabuzone für die Rechte neben der demokratischen rechten CDU. Das hat sich aufgelöst durch die Diversifizierung der Gesellschaft. Und wir haben im Grunde in Deutschland eine Situation, die an das europäische Parteiensystem erinnert und es im Grunde nachvollzogen hat. Und daraus mussten neue Konstellationen entwickelt werden. Und das war eben eine der Möglichkeiten, nachdem es in den Ländern einigermaßen funktionierte, besonders bei uns in Niedersachsen, da sind gute Ergebnisse bei rausgekommen. Das war dann die Möglichkeit, Rot-Grün im Bund zu etablieren und auch dauerhaft zu etablieren, über eine gewisse Dauer natürlich nur. Ich will keine Ratschläge für heute geben, aber eins scheint mir deutlich, was das Erfolgsrezept erst in Niedersachsen und später auch im Bund war doch, dass wir als SPD nicht grüner sein wollten als die Grünen.
sondern gesagt haben, das ist ein Hauptpunkt, der die Konstituierung dieser Partei überhaupt bedeutet, also mit bestimmten Beschränkungen. Ökologische Themen sind vor allen Dingen grüne Themen. Wir haben stattdessen in der Ökonomie mit der CDU konkurriert und haben versucht, der CDU die Wirtschaftskompetenz nicht streitig zu machen, aber mindestens gleichzuziehen in dieser Frage. Und beides zusammen, die ökologische Dimension, die insbesondere bei den Grünen verortet war, und die Tatsache, dass wir uns ökonomische Kompetenz angeeignet haben, übernommen haben von dem, was Schmidt an ökonomischer Kompetenz anzubieten hatte, das war eigentlich das Erfolgsrezept einer rot-grünen Koalition in Niedersachsen, ebenso wie später im Bund. Und in dem Maße, weil Sie über die SPD gefragt haben, wie die SPD versucht, grüner zu werden als die Grünen und linker zu werden als die Linke, wird sie keinen dauerhaften Erfolg haben. Das ist meine Auffassung. Und darüber wird gestritten, ja gegenwärtig auch innerhalb der Partei. Aber ich glaube, dass die Ergebnisse, wenn man sich das mal in den Großstädten anguckt, schon eher in diese Richtung tendieren. Ob Ihr Eindruck da von anderen geteilt wird, können wir ja vielleicht gleich noch mal sehen. Ich habe nur Herrn Trittin energisch den Kopf schütteln sehen. Nein, ich teile die Einschätzung aus der Vergangenheit. Das war eine Einschätzung von Arbeitsteilung und, wenn man so will, ein Stück Komplementärkoalition. Mit der Veränderung im Parteiensystem, die ich ähnlich beschreiben würde, wie Gerd Schröder sie hier gemacht hat, funktioniert genau dieser Mechanismus nicht mehr. Es ist heute so, dass wir in einer Situation sind, wo wir 3, 4 mittelgroße Parteien haben, wenn klassische Volksparteien, die milieu- und interessenübergreifend sozusagen Konsense bilden, werden keine Zukunft haben. Das ist die Veränderung an der Stelle. Und das heißt, wir erleben Parteien, die sind ein Mix von Überzeugungen und Interessen. Sie werden nicht besonders ideologisch sein, aber es gibt gemeinsame Grundwerte in diesen Parteien. Diese gemeinsamen Grundwerte kann man übrigens auch links und rechts zuordnen. Aber diese Form von Arbeitsteilung funktioniert nicht mehr. Das hat was mit der umfassend gewordenen Globalisierung zu tun. Das hat aber auch was mit den Erwartungen zu tun, die an Parteien, an der Regierung gestellt werden. Ich halte zum Beispiel, dieser Tage hieß es immer wieder, wenn die große Koalition, die Parteien der großen Koalition, die leiden darunter, dass sie so viel streiten. Ich glaube, sie leiden zum Teil darunter, wo sie sich einig sind. Ich will das an einem Beispiel beschreiben, wo ich ganz frech behaupten würde, heute sind die Grünen in der Lage, eine bessere Industriepolitik zu formulieren als die Sozialdemokraten und die CDU. Ich habe von der SPD nie erwartet, dass sie ökologischer werden als die Grünen. Ich habe die SPD immer für eine Partei der Autofahrer gehalten. Ist auch gut so. Nur was ist das für eine Partei der Autofahrer, die Hunderttausende von Dieselfahrern zum Opfer von VW werden lässt und nichts dagegen unternimmt, dass diese Menschen tatsächlich entschädigt werden und dass man mit solchen Managern Klartext redet. Und man kann das tun, eine Sozialdemokratie, die als Sozialdemokratie, nicht aus Gründen des Klimaschutzes, das ist unsere Baustelle an der Stelle, da müsst ihr euch nicht zu eigen machen, aber an so einer Stelle nicht hingeht und sagt, liebe Leute, ihr habt im letzten Jahr 10 Milliarden aus diesen Unternehmen rausgezogen, allein die Familie Quandt 2 Milliarden aus BMW, nicht reinvestiert, entnommene Gewinne. Und ihr seid nicht in der Lage, nachzurüsten und die Autofahrer, die jetzt um ihren Wert verbracht worden sind, zu entschädigen. Das geht nicht. Und deswegen, weil ihr das nicht schafft zurzeit, guckt ihr auch so alt aus der Wäsche bei solchen Wahlen. Ein energisches Plädoyer von Herrn Trittin. Ich würde ganz gerne, Herr Schröder, Sie haben am Anfang einmal eine Bilanz gezogen, was Sie erreicht haben mit Rot-Grün damals, Ihrer Meinung nach. Und ich würde einen Punkt gerne rausgreifen, der mir jetzt immer und immer wieder begegnet, das ist Hartz IV. Das ist eine Errungenschaft, gleichzeitig vielleicht auch der
das Bleigewicht, so hat Andrea Nahles das jetzt auch noch mal aktuell genannt, um den Hals der SPD. Haben Sie das nicht gut genug verankert in der Partei oder nervt Sie einfach, dass das Ausland ist toll und hier es anders gesehen wird? Naja, ich weiß nicht, ob es hier anders gesehen wird. Es wird in der SPD anders gesehen, ohne Zweifel. Aber ich behaupte nach wie vor, wenn die SPD die Kraft gehabt hätte, diese Reform als ihre eigene zu vertreten, offen und öffentlich, müsste sich um ökonomische Kompetenz in Deutschland keine Sorgen machen. Das ist einfach so. Und zweitens, schauen Sie, es wird ja so getan, ich nehme das gerne auf mich, als hätte ich die Agenda 2010 gleichsam im Alleingang veranstaltet. Ich will daran erinnern, dass es am 1.6.2003 einen Sonderparteitag der SPD gegeben hat, der allein über die Agenda 2010 zu entscheiden hatte. Dort haben 90% der Parteitagsdelegierten für die Agenda gestimmt. Ich würde mal annehmen, dass mancher in der Führung der SPD heute sehr zufrieden wäre, wenn er ähnliche Ergebnisse hätte. Das will ich dann doch annehmen. Und deshalb glaube ich nach wie vor, dass es ein zentraler Fehler war, sich die Bleigewichte, von denen die Rede ist, selber an die Füße zu hängen. Das ist das eigentliche Problem der SPD. Werden wir gleich in der nächsten Runde vielleicht noch mal näher drauf schauen. Sie haben schon wieder so energisch mit dem Kopf geschüttelt, Herr Trittin. Ich glaube, dass die Debatte um Hartz IV von den neoliberalen Ökologen wie von den Gegnern überschätzt wird. Das, was passiert ist, ist, dass man eine notwendige Reform sozialer Sicherungssysteme gemacht hat. Wir haben, das würde ich selbstkritisch sagen, dabei versäumt, neben den Zumutungen, die wir für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern da drin hatten, da waren Zumutungen drin, auch Zumutungen an denjenigen zu stellen, die es sich leisten konnten. Der Grundsatz, dass starke Schultern mehr schultern müssen, der ist da nicht so berücksichtigt worden, wie es eigentlich vom Selbstverständnis beider Parteien hätte sein müssen. Aber wenn Sie sich mal anschauen, wie die Wahlenergebnisse waren, kurz nachdem auf Druck von Franz Müntefering Gerd Schröder gegen den Rat der Grünen Neuwahlen angeschlagen, ist er immerhin noch mit 35% daraus gegangen. Das war nach Hartz IV. Der Absturz auf die 25 kam nach der ersten großen Koalition und er kam mit der Rente mit 67. Und ich finde, die Geschichte muss man ein ganzes Stück zu Ende miterzählen an dieser Stelle. Weil es passt zu den Empfindungen von Menschen von heute. Es ist erstaunlich, dass viele Menschen, obwohl man weiß, dass eine Finanzierung eines solchen Rentenniveaus, was da versprochen wird, sehr, sehr schwierig ist und mit Sicherheit mit höheren Beiträgen einhergeht, bereit ist, dieses zu tun, weil sie sich auch als junge Menschen Sorgen darüber machen, was ihnen im Alter passiert. Und ich glaube, diese Dimension, die sich dann in Wahlergebnissen niedergespiegelt hat, die ist fast wichtiger als die unglaublich von beiden Seiten aufgeblasene Debatte um Hartz IV. Gut, werden wir gleich weiterführen, diese Debatte. Eine Frage habe ich noch, Herr Trittin hat gerade angesprochen, dieses Ende dann, als Sie vom Parteivorsitz zurücktraten. Als Angela Merkel damals noch gesagt hatte, das sei der Anfang vom Ende. Wie sehen Sie es jetzt umgekehrt, Angela Merkel ohne Parteivorsitz? Ich sehe es naturgemäß genauso, dass das das Anfang vom Ende ist. Wobei ich auf eins hinweisen will. Die SPD ist ganz anders als die CDU eine Programmpartei. Und deswegen ist es in der SPD, wenn der Vorsitzende, der nicht Bundeskanzler ist, loyal ist, und das war Franz Müntefering bis in die Knochen loyal, ist das ein Modell, das es der SPD erlaubt, ein Stückchen, nicht zu viel, aber ein Stückchen weiter zu argumentieren und zu denken, als es der Regierung unter den Zwängen, unter denen sie nun einmal zu arbeiten hat, möglich ist. Insofern war das wohl überlegt und in der SPD eher möglich. Die CDU ist eine andere Partei. Die CDU ist eher eine Partei, der es
ausschließlich, und zwar unabhängig von den Inhalten, die sie vertritt, um die Macht. Um die Macht im Staat geht. Das ist sozusagen das, was diese CDU zusammenhält. Und deswegen, glaube ich, ist das, was sich jetzt vollzieht, für Frau Merkel von besonderer Gefährlichkeit. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und im Übrigen hat sie ja selber die Stichwörter dafür geliefert. Wenn es aber stimmt, dass man das nicht trennen soll, dann trifft es auf jeden Fall eher für die CDU zu als für die SPD aus den eben genannten Gründen. Und deswegen können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Wahl von Friedrich Merz, von der ich ausgehe, dazu führen wird, nicht wegen ihrer persönlichen Querelen, die sie miteinander ausgetragen haben und austragen werden. Das spielt auch eine gewisse Rolle, wie man weiß, selbst in der Politik spielen ja solche Dinge eine Rolle. Aber in jedem Fall wird es so sein, dass mit dieser Entscheidung das Ende der Kanzlerschaft von Frau Merkel, wann auch immer, eingeleitet worden ist. Und ich sage ganz offen hier, wir sind ja unter uns, sage ganz offen, dass ich davon ausgehe, dass wir im nächsten Jahr, spätestens im Frühsommer, Wahlen haben werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Merz als CDU-Vorsitzender besondere Loyalitäten, die man braucht, wenn das klappen soll, übrig hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Partei alles aushalten kann. Das war jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Herr Trittin, und wenn es denn so käme, wie Herr Schröder jetzt vorhersagt, und Herr Merz das übernehmen würde da bei der CDU, wäre der, wie die Taz so schön schrieb, der Traumboy der Linken, weil er ihnen so viel neuen Raum ließe? Oder ist das Quatsch? Das Problem mit den Prognosen ist, sie liegen immer in der Zukunft. Spricht auch viel dafür, dass es möglicherweise zu wirklichen Erschütterungen erst zu dem Zeitpunkt kommt, wo die Landtagswahlen in Ostdeutschland gelaufen sind, dass man so lange ruhig hält. Es gibt viele Szenarien. Ich habe aber von einer Haltung halte ich überhaupt nichts. Zu glauben, wenn da sozusagen die Reinkarnation, also das ist ja so ein, der Merz ist ja so eine Figur aus der Zeit vor Lehman Brothers. Ja, damals waren wir alle so ein bisschen neoliberal und er besonders. Und dann ist das so gescheitert, so krachend. Und jetzt steht er sozusagen wie so ein Zombie aus dem Grab auf. Dass uns das wirklich nützen wird und helfen wird in einem Europa, in dem heute, Deutschland eingerechnet, von den 25-Jährigen, unter 25, 15% arbeitslos sind. Jeder Zweite in Griechenland, jede Dritte in Italien und in Spanien. Wer ernsthaft glaubt, darauf setzen zu können, dieses Europa wieder mit diesem alten Quatsch zu konfrontieren und glaubt, davon profitieren zu können, der legt wirklich die Axt an die Wurzel dieses gemeinsamen Europas. Deswegen halte ich von einer sogenannten linken Sonthofen-Strategie der Merz, und daran werden wir alle genesen, überhaupt nichts. Ich möchte das nicht erleben, dass Deutschland den Weg zurück in die 90er Jahre, wo der Markt alles regelt und der Staat dann, wenn es schief gegangen ist, die Banken rettet. Den Weg zurück möchte ich nicht gehen. Nein, ich meine, in dieser extremen Form wird das ja auch nicht passieren. Das wird die CDU auch gar nicht zulassen. Da wird es Kurskorrekturen geben, aber die werden nicht so gewaltig sein, wie da jetzt teilweise beschrieben wird. Aber kann dann die SPD davon profitieren? Ja, SPD kann davon profitieren, wenn sie erkennt, dass ihre ökonomische Kompetenz gestärkt werden muss, durchaus mit der sozialen Dimension, für die die SPD immer steht. Und wenn man sich die Ergebnisse wirtschaftspolitisch, arbeitsmarktpolitisch anguckt, kann sich die Agenda ja auch insofern durchaus sehen lassen. Denn was wir immerhin erreicht haben, ist ja doch, dass nicht zuletzt durch diese Reformen
Übrigens auch durch eine Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften in der entscheidenden Phase ökonomisches Terrain gewonnen worden ist, was den Beschäftigten in den Betrieben und Verwaltungen durchaus hilft. Das kann man ja nun nicht ernsthaft bestreiten, dass Deutschland damals apostrophiert, nicht ganz zu Unrecht, bei 5 Millionen Arbeitslosen als der kranke Mann Europas heute mindestens die gesunde Frau ist, wenn die auch nichts dazu beigetragen hat. Das muss man ja einfach auch deutlich sagen. Insofern kann, wenn die SPD den Raum, der da unter Umständen freigemacht wird, ausfüllen kann, kann das durchaus auch zur Stärkung der SPD führen. Ob das gelingt, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen diejenigen entscheiden und beurteilen und dann entscheiden, die heute die Verantwortung für die SPD tragen. Ganz herzlichen Dank. Bis dahin. Gerhard Schröder, Jürgen Trittin. Bleiben Sie noch, Herr Trittin, bleiben Sie bitte noch, weil das waren jetzt nur Ihre gemeinsamen, meine Fragen. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um ein paar Fragen aus dem Publikum an Sie noch zu hören. Und wer interessiert sich denn, wer möchte gerne? Nicht so schüchtern. Und vor allen Dingen nicht die üblichen Verdächtigen. Dazu muss sich jemand melden. Ich sehe vielleicht geblendet von vom Licht. Achso, da ist jemand. Können Sie sich ganz kurz vorstellen und eine kurze, knackige Frage, das wäre hilfreich. Grüß Gott, Dr. Isabel, mein Name ist deutscher, ägyptischer Abstammung. Ich hätte eine Frage an meinen Liebling, Herr Schröder. Warum gehen Sie nicht in die Politik zurück und übernehmen Sie den Parteivorsitz der SPD, um die SPD zu retten, was zum Retten gibt, anstatt dass die SPD ein Weib als... Also... Ich kann das kurz beantworten. Ich finde keinen Ortsverein der SPD, der mich vorschlägt. So, ich sehe da ganz hinten auf der Empore. Ich weiß nicht, Frau Elis, ob Sie da hinkommen, sehe ich eine Frage. Vielleicht kommen Sie an die Treppe. Guten Abend, Christa Hanne, Humboldt-Universität Berlin. Ich möchte ein bisschen Unbehagen ausdrücken, wie mit der Hartz-IV-Reform heutzutage umgegangen wird, auch durch die SPD. Herr Schröder hat das gerade angesprochen, 5 Millionen Arbeitslose. Es ist ja nur nicht so, dass über Nacht 1,5 Millionen Menschen ihre Jobs verloren hätten. Das ist ein statistischer Effekt, dass dort Arbeitslosigkeit sichtbar gemacht worden ist, die es vorher gab. Das war gut so. Aber das wird natürlich jetzt vom politischen Gegner ausgeschlachtet. Und ich finde es ein bisschen schade, dass dem so wenig widersprochen wird. Ja. Und die andere? Ja. Nur eine. Und die andere Sache auch zu Hartz IV. Die Frage eben des Niveaus für die Leistungen. Da war es ja so, dass die Hartz-Kommission sich meines Wissens nicht festgelegt hat, auf welchem Niveau das passieren sollte. Das waren CDU und SPD, FDP, die das für die Zustimmung im Bundesrat erpresst haben. Das sollte man doch mal offener sagen. Das ist sicher richtig. Wir haben ja seinerzeit intern diskutiert, ob es nicht sinnvoll sei, diese Reform mit dem zu verbinden, was später in der ersten großen Koalition gemacht worden ist, nämlich der Einführung eines moderaten, wirtschaftlich verträglichen Mindestlohns. Darüber haben wir durchaus diskutiert, nur wir haben in der damaligen Situation nicht die Spur einer Chance gehabt, das im Bundesrat durchzusetzen. Und insofern mussten wir unter diesem Aspekt und unter diesen Machtverhältnissen die Dinge so reformieren, wie wir es dann getan haben. Wir hatten ja ein ähnliches Problem später auch mit dem Staatsbürgerschaftsrecht, wo wir vielfach mit weitergehenden Dingen, die wir miteinander verabredet hatten, einfach an einer damals von Roland Koch geführten Mehrheit im Bundesrat schlicht gescheitert sind. Ich das vielleicht noch mal ergänzen darf. Es hat damals ebenfalls bei den Grünen Sonderparteitag gegeben, die haben diesen Mindestlohn gefordert.
Und es waren nicht nur CDU und CSU, die dagegen gewesen sind und die FDP, sondern neben meiner Gewerkschaft, die war dafür, waren die IG Metall und die IG BCE strikt dagegen. Die hatten noch nicht begriffen, was in ihren eigenen Betrieben zu diesem Zeitpunkt passierte, dass nämlich bestimmte Bereiche, Dienstleistungen ausgelagert, outgesourced, wie das so schön hieß, und damit ihre tarifliche Bindung, auf die sie zu Recht stolz waren und bis heute stolz sind, völlig ausgehebelt und unterlaufen worden sind. Das heißt, es war nicht nur gegen CDU, CSU, sondern auch gegen relevante Teile der Gewerkschaften. Du bist wie immer so wahrhaftig, wie ich ja als Gewerkschaftsmitglied nicht sein kann. Gut, eine Frage. Wir haben hier in der Mitte vorne eine Dame noch. Ja, guten Tag, Friederike Link ist mein Name. Ich bin Promotionsstipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich habe mich auf den heutigen Abend sehr gefreut. Wir haben aus aktuellem Anlass natürlich viel Tagespolitik schon gehört. Mich würde allerdings noch mal sehr interessieren, es gab ja die Diskussion, die Bonner wurde zur Berliner Republik, einmal durch den Umzug von Bonn nach Berlin, aber eben auch durch das rot-grüne Projekt. Können Sie vielleicht zwei, drei Schlagworte sagen, ob Sie sagen, ist eine neue Republik entstanden durch den Umzug eben auch, das, also im Ende war Kohl, im Anfang war dann Schröder. Ja, was hat sich verändert und was fehlt heute vielleicht auch? Naja, also ich habe schon darauf hingewiesen, dass man ein bisschen zu kurz springt, wenn man nur über die Reformen in den sozialen Sicherungssystemen redet, die ja mit dem Begriff Hartz IV nur unvollständig umschrieben worden sind. Da ging es ja um sehr viel mehr. Im Übrigen zugleich und parallel dazu wurden Mittel freigemacht, die eingesetzt worden sind, um in der Bildungspolitik erhebliche Veränderungen durchzusetzen. Frau Bullmann ist hier, die wird wissen, worum es da wirklich im Einzelnen gegangen ist. Also ganz so einfach darf man es sich nicht machen, sondern wir haben schon damals deutlich gemacht, wir müssen in den sozialen Sicherungssystemen zu Veränderungen kommen, einfach um auch Mittel freizukriegen, sie in Zukunftsbereichen investieren zu können. Und daher ist es insbesondere um Bildungspolitik auch bei den, in den Ländern gegangen. Schon damals hat es Gesamtschulzuschüsse gegeben, in erheblichem Maße. Und wir haben erhebliches mehr als vorher auch in Forschung und Entwicklung investiert. Das kann gar keine Frage sein. Das Zweite, habe ich schon erwähnt, wir haben gesellschaftliche Veränderungen durchgesetzt, die bis heute wirken und die für viele diskriminierte Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften gelebt haben und es nicht gewagt haben, deutlich zu machen, in welchen Zusammenhängen sie leben wollen, denen haben wir schon geholfen. Durch die Gesetzgebung, die wir dort eingeleitet haben, auch durch die gesellschaftliche Diskussion. Und ich betone noch einmal, die Tatsache, dass wir gegen erhebliche Widerstände in unserer Gesellschaft, insbesondere in den Medien, zwar gesagt haben, wir erfüllen den NATO-Vertrag Artikel 5 im Punkto Afghanistan, aber wir werden uns nicht beteiligen am Irakkrieg, das hat zu erheblichen Debatten geführt und hat der Bundesrepublik Deutschland ein Maß an relativer Unabhängigkeit von der amerikanischen Außenpolitik gebracht, die leider wieder eingeebnet worden ist und gelegentlich auch nicht ganz ohne Zutun des einen oder anderen, wie auch immer man das jetzt bewerten will. Ich will das Letzte von Gerd Schröder noch mal ausdrücklich unterstreichen, weil Sie haben ja gefragt, Bonner Republik, Berliner Republik. Als jemand mit meiner politischen Biografie würde man ja erstmal relativ misstrauisch gucken, wenn man sagt, nach so einer Regierung, die sind da irgendwie unabhängig, so klingt so ein bisschen nach am deutschen Wesen und solche Dinge. Da ist man ja misstrauisch, zu Recht aus der Geschichte heraus. Aber das, was man, glaube ich, neben den globalen Auswirkungen der Energiewende als Ergebnis von diesen 7 Jahren Rot-Grün festhalten muss, ist ein anderes Ansehen Deutschlands in der Welt. Das hat was zu tun mit den Schwierigkeiten, den Fehlern, die wir gemacht haben, mit den bitteren Entscheidungen Kosovo, Afghanistan, aber auch mit den mutigen Entscheidungen, wo wir gesagt haben, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir beteiligen uns nicht an einem solchen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der im Ergebnis die Zerstörung der Strukturen des Nahen Ostens zur Folge haben wird.
Und das ist etwas, was uns in der Gemeinschaft der Völker plötzlich ein Ansehen verschafft hat, von dem wir selber überrascht waren. Und ich glaube, das ist ein Teil dessen, was sozusagen mit der Kanzlerschaft Schröder oder der Koalition von Rot und Grün tatsächlich geblieben ist. Übrigens etwas, von dem Frau Merkel, die damals das an jedem Punkt bekämpft hat, heute profitiert. Ich würde, wenn Sie gestatten, gerne noch einen Satz sagen zu dem, was am Anfang auch deutlich geworden ist. Nämlich, ich hätte sozusagen politischen Selbstmord aus Angst vor dem Tode begangen, als ich gesagt habe, wir wollen in die Neuwahlen seinerzeit und hätte warten müssen bis 2006. Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Ich habe damals den Fraktions- und Parteivorsitzenden, der es ja war, Franz Müntefering, gefragt, kannst du mir wirklich garantieren, dass die SPD-Bundestagsfraktion, in der es ja starke Stimmen gab gegen die Agenda, ich kenne die einen oder anderen, die auch hier heute sind, die sich an dieser Diskussion sehr beteiligt haben, das kann man ja nun nicht bestreiten. Und Franz hat gesagt, er glaube schon, dass das halte, aber sicher sei er natürlich nicht. Und wir hatten nach den verlorenen nordrhein-westfälischen Wahlen eine Situation, wo ich befürchten musste, dass es mit dieser Konstellation auch dazu kommen würde, dass im Februar danach, das war dann im Februar 2004, Kurt Beck war Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, auch ein ähnliches Ergebnis wie in Nordrhein-Westfalen dort geben könnte. Nicht, weil die Landespolitik solche Probleme hatte, sondern weil die Abstrahlung aus der Bundespolitik möglicherweise der Streit, der entstehen würde, der angedeutet war in der Koalition und vor allen Dingen in der SPD, solche Ergebnisse zeitigen würde. Das war eine sehr rationale Überlegung. Und die hat dann dazu geführt, dass ich zusammen mit Franz Müntefering und ein paar anderen gesagt habe, nein, wenn wir das durchhalten wollen, dann brauchen wir ein neues Mandat des Volkes, der Wählerinnen und Wähler. Sonst schaffen wir das nicht. Und das war der eigentliche Grund. Und das Zuwarten ist ja immer so eine Geschichte, das ist mit Hoffnung verbunden, aber niemand konnte natürlich voraussagen, dass es eine solche wirtschaftliche Belebung geben würde. Wir waren davon überzeugt, dass wir das Richtige tun und dass wir ökonomisch auch auf der sicheren Seite waren. Aber dass das sich mit dieser Dramatik einstellen würde, das war nicht voraussehbar. Und deswegen haben wir gesagt, in einem sehr kleinen Kreis entschieden, haben wir gesagt, nein, wir brauchen, wenn wir das aufrechterhalten wollen, ein neues Mandat des Volkes. Im Übrigen auch deshalb, Jürgen, weil der Zusammenhalt in unserer Koalition auch nicht zu jedem Zeitpunkt so war, wegen der Probleme, die wir auch miteinander hatten, dass man von einer Stabilität, die das Land braucht, wenn man das in einer solchen Phase regieren will, unbedingt auszugehen war. Also insofern bitte keine Legenden. Wenn man nur gewartet hätte, dann hätten wir 2006 die Wahlen gewonnen. Ich habe das zu dem damaligen Zeitpunkt nicht geglaubt. Ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt und mit anderen zusammen deshalb die Entscheidung herbeigeführt, einfach zu sagen, wir brauchen ein neues Mandat und wir haben ja auch darum gekämpft. Und wenn ich mir das Ergebnis 2005 so anschaue, dann war es ja verdammt knapp. Beinahe hätte es ja sogar noch gereicht. Und die Ergebnisse, die wir damals erzielt haben, die würden ja heute Traum für meine Partei sein. Sie waren damals Juso-Chefin, obwohl ich jetzt gemerkt habe, bei Hartz IV hat es bei Ihnen schon so ein bisschen jetzt auch in der ersten Reihe gebrodelt. Trotzdem noch kurz vorher der Blick noch mal zurück. Sie galten damals als Nervensäge des Gerhard Schröder. Wie war das 98? Sie sind ja damals auch in den Bundestag gekommen. Für Sie, Frau Nahles, dieses rot-grüne Projekt. War das auch so ein Aufatmer? Also ich war sehr glücklich. Es war einer der glücklichsten Momente meines politischen Lebens, als ich die da vorne sah. Edelgard hatte so ein blaues Samtdingsbums an. Und die haben da ihre Eide gesprochen. Denn ein Begriff, der war sowas von prägend gewesen für meine Juso-Zeit, das war Reformstau. Und das war das Gefühl, mit dem man da in diese Regierung reinging. Endlich können wir mal wirklich was verändern.
Und ich war super glücklich, ich habe mich sehr gefreut und ich war auch junge Abgeordnete, ich war zum ersten Mal im Deutschen Bundestag und ich kann nur sagen, sowas würde ich gerne nochmal erleben. Und wie lange hat es gedauert und wann war das, als Sie es zum ersten Mal in die Tischkante gebissen haben? Ehrlich gesagt, bei der Frage 630 D-Mark-Job. Wir hatten nämlich alles analysiert, das ist schlecht für die Wirtschaft, für die Frauen, für die Rente. Und dann haben wir das angepackt und dann, ich glaube, so heute sagt man Shitstorm, damals war das noch so per Pedis mit Postkarten und so und mit E-Mail, aber tatsächlich war das so der erste Punkt. Ich bin im Ausschuss für Arbeit und Soziales gewesen. Ich war von Anfang an in dem Bereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik unterwegs. Und ich sehe klar den Klaus Brander und so, auch ein alter Weggefährte in der Beziehung. Und da haben wir gemerkt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz von dem, was wir alle für richtig hielten und wo wir auch gedacht haben, wir hätten dafür ein Mandat, nicht so dicke war. Ne, das war dann doch komplizierter mit dem Regieren, als ich dachte. Und das haben wir an der ersten Stelle bei dieser 630 D-Mark-Reform gemerkt. Und die mussten wir ein Stück weit mussten wir sie tatsächlich wieder einkassieren, um nicht einen Riesenaufstand zu produzieren. Frau Baerbock, Sie waren damals gerade volljährig, wenn ich das richtig gerechnet habe, 98, als diese große, oder Sie wurden es sogar dann erst noch, als diese rot-grüne Koalition zum ersten Mal Gestalt annahm. Wie haben Sie das empfunden oder waren Sie da noch weit weg von politischen Überlegungen? Also erstmal schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung in diese spannende Runde und vor allem diesen Zeitenrückblick aus unterschiedlicher Perspektive. Ja, weil tatsächlich, ich war nicht wahlberechtigt, ich war todtraurig, weil ich erst im Dezember Geburtstag hatte und nicht mitwählen konnte. Aber natürlich war das was, als jemand, der politisch aktiv war in der Schule und in unterschiedlichsten anderen Dingen, was einen total bewegt hat. Und lustigerweise, ich konnte mich zwar nicht an Edelgards blaues Sakko erinnern, aber ich bin ja gebürtig aus Hannover und die hingen da überall und ich ging zur Schule. Ja, also meine Verbindung ist auch ganz stark Edelgard Bullmann, obwohl Jürgen natürlich als mein Parteikollege dabei war. Aber das sind eigentlich Erinnerungen, die ich damit hatte. Und wenn man sich das nochmal vorstellt, ja, ich hatte mein ganzes Leben bis dahin nur Helmut Kohl erlebt. Ich kannte ja gar keinen anderen Bundeskanzler und deswegen war das, obwohl ich nicht mitwählen konnte, ja, was sehr Bewegendes damals. Mhm. Frau Nahles, ist die Gesellschaft heute nur komplizierter geworden oder hat es die SPD verbockt? Von diesen Werten 41,2, wenn ich das richtig mir aufgeschrieben habe, damals bei der ersten, bei dieser 98er-Wahl und jetzt 13/14. Ein bisschen von beidem. Das heißt? Ein bisschen von beidem. Okay, und das bisschen von beidem, was die SPD selber dabei beigesteuert hat, können Sie uns das noch ein bisschen besser erklären? Heute, jetzt, hier? Sie kommen gerade aus einer Klausur, wo Sie auch mit Rückendeckung, es war ja gleich bemerkt worden, dass Ihr Präsidium hinter Ihnen stand, auch als Zeichen. Da kommen Sie ja gerade frisch raus, haben von Zusammenhalt gesprochen, der Ihnen jetzt sehr wichtig ist. Das würde mich schon interessieren, was Sie jetzt quasi, was nicht gelaufen ist und was jetzt laufen soll. Jürgen Trittin hat das ja eben schon gesagt. Wir haben tatsächlich einen Rieseneinbruch gehabt, nicht in der Zeit von Gerhard Schröder, das ist ja mal klar zu sagen, und nicht in der Zeit Rot-Grün, sondern es war tatsächlich, und ich würde das wirklich auch präziser, weil ich in diesem Bereich sehr aktiv war, auch mit dieser Kombination ein Stück weit gebröckelt mit Agenda, weil schwierige Entscheidungen, die ehrlich gesagt man sich nicht gewünscht hat, die aber notwendig waren, einmal um Reformstau abzubauen, aber auch um ehrlich gesagt mit dem Problem steigender Sozialbeitrag, also sprich der Finanzen überhaupt klarzukommen. Man musste ja was tun. Das hat natürlich Verlust gebracht, aber der entscheidende Knick kam dann wirklich in der Großen Koalition. Und das hat dann ein Runterbrechen bei der Europawahl auf 21% dann gebracht. Und in dem Moment, ich kann mich noch daran erinnern, das war nämlich die Wahl vor der Bundestagswahl, dann hat das uns allen in den Knochen gesessen, haben wir gemerkt, da ist jetzt was verloren gegangen an Vertrauen, an Grundvertrauen in uns. Wir haben uns dann sehr viel in den letzten Jahren vorgenommen, um das zurückzugewinnen. Das ist uns nicht
in ausreichendem Maße gelungen. Wir haben bessere Umfragen gehabt als jetzt. Aber ich denke, wir müssen wirklich versuchen, anzuknüpfen an das fehlende Grundvertrauen, das da war. Und da muss man sich eins klar machen. Einer der Sachen, die doch wirklich toll waren in dieser rot-grünen Zeit, war auch diese Lust am Gestalten, dieser Aufbruch, dass man auch selber das Gefühl vermittelt hat als SPD, hey, die Welt kann kommen. Jetzt, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist das jetzt nicht heute Abend hier so das Grundgefühl, was die SPD als Ganzes so ausstrahlt. Ich gebe mir schon Mühe, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz gelingen. Und deswegen brauchen wir tatsächlich, glaube ich, diese Lust, wieder da auch jetzt zu kämpfen und zu versuchen, diese Probleme, die wir haben, auch zusammen auch wieder hinzukriegen. Also ich jedenfalls habe heute zum ersten Mal seit einigen Wochen das Gefühl gehabt, ja, das könnte auch klappen. Und diese Lust, wir schaffen das, das ist ja das, was im Moment die Grünen fast erschreckend. Also wenn ich 24% in den Umfragen lese, dann denke ich, huch, hebt da jemand ab, um irgendwann unsanft zu landen. Wie groß ist Ihre Angst, Frau Baerbock, in diese Richtung? Oder gibt es die gar nicht? Doch, natürlich gibt es die. Und ich habe ja früher lange Leistungssport als Trampolin gemacht und unsanft landen kenne ich. Ich hatte einen Trümmerbruch und konnte ein Jahr nicht laufen. Also, und zum anderen komme ich aus Brandenburg und Jürgen Trittin hat das angesprochen. Wir haben im nächsten Jahr 3 ostdeutsche Landtagswahlen. Ich glaube, die werden für alle demokratischen Parteien wirklich eine riesengroße Herausforderung. Nicht nur mit Blick auf eine gewisse Partei, sondern gerade mit Blick auf die Wahlbeteiligung im Osten. Ich glaube, das ist, was wir viel zu lange, viel zu stark verkannt haben als demokratische Parteien, dass die Frage Beteiligung an politischen Prozessen, Lust auf Veränderung eben da eine andere ist. Und das wird eine riesengroße Herausforderung für alle, aber insbesondere für uns, weil wir sind bei 24%, gerade bundesweit, das freut mich sehr, aber ich weiß auch, wo wir in meinem Landesverband stehen. Und deswegen sind wir auch bei diesen ganzen Debatten, die jetzt wieder kommen und vielleicht auch als nächste Frage kommen, ja, und wollen Sie nicht dies oder wollen Sie jenes? Wir wollen vor allen Dingen Lust auf politische Debatte machen. Wir wollen, dass die Menschen wieder Freude dran haben, darüber zu ringen, wie kriegen wir das hin, dass jedes Kind in diesem Land einen guten Kita-Platz hat, wo ja auch ein Anfang von der SPD da ist, wo aber der Punkt ist, leider ist das die Lebensrealität auch wieder, gerade im Osten nicht, weil da ist der Betreuungsschlüssel am aller schlechtesten. Und das sind Punkte, die wir anstoßen wollen und weswegen wir auch unseren Grundsatzprogramm gestartet haben, zu sagen, lasst uns auch nicht, und da sind vielleicht auch manchmal andere Generationen da, ja, ich glaube auch, man kann nicht sagen, was hat damals geklappt, sorry, aber wie kann das heute klappen? Ja, das ist anders. Ich bin eine ganz, ganz andere Generation als Jürgen Trittin. Und es ist richtig, dass wir Sachen anders machen. Und früher war es gut zu sagen, hier steht das eine Feindbild, Helmut Kohl. Und heute ist das anders, weil Leute sagen wollen, wir wollen gemeinsam gestalten. Und es hilft nicht nur, immer nur auf die anderen drauf zu prügeln, sondern wir wollen wissen, wie löst ihr Grünen das denn? Ja, ihr braucht nicht nur sagen, was machen die alle falsch, sondern wie löst ihr Grünen das? Und deswegen ist es für uns zu entscheiden, in diesem Grundsatzprogramm auch den Mut zu haben, Fragen zu stellen. Wie bekommen wir eine Finanzierung der Sozialversicherungssysteme, der Rentensysteme hin, wenn wir in einer Zeit leben, wo vielleicht Roboter die Jobs machen und keine Steuern zahlen? Und da Lust und Leidenschaft zu wecken, das ist was, woran wir gerade als Grüne arbeiten und weswegen dieses Kreisen nur um Prozentwerte wirklich nicht das ist, womit ich mich gerne derzeit beschäftige. Kann ich mir vorstellen, wobei es natürlich auch hilft, so ein bisschen das Siegertum auszustrahlen. Frau Nahles, genau das, was Frau Baerbock eben gesagt hat, wofür stehen wir und wie setzen wir das um? Da haben Sie ja nun gerade Ihre Klausur hinter sich und da ist mir dieser Zusammenhalt, Herr Schröder hat das, glaube ich, eben dieses Fortschritt und soziale Sicherheit genannt. Da war ein wichtiger Punkt, wir wollen was anderes als Hartz IV. Was kommt danach? Ja, ich hoffe, was zur Zeit passt. Denn ich glaube tatsächlich, durch diese ganzen Phänomene der Digitalisierung wird beispielsweise die Frage, ob wir Qualifizierung, auch wenn man die Erstausbildung beendet hat, dann auch später im Laufe des Lebens noch staatlich auch unterstützt und dafür auch Zeit den Menschen gibt, sich im Laufe ihres Berufslebens umzuorientieren, viel zentraler. Diese Frage hat während der Debatte zum Beispiel 2003, 2004 eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber aufgrund der Veränderungen in der Gesellschaft ist das etwas, wo wir uns jetzt in der SPD sagen, was kommt nach Hartz IV?
ist ganz einfach das, was jetzt in die Zeit passt und was wir für die Zukunft brauchen. Und dass diese Frage kommt nach so vielen Jahren, ist doch auch normal. Ich weiß gar nicht, das finde ich auch wirklich komisch, dass sich diese Fixierung auf Hartz IV, Gerd Schröder hat selber mal vor Jahren gesagt, das waren nicht die 10 Gebote. Genau. Und weil das nicht so ist, sondern weil es etwas ist, was wir jetzt für die Zukunft neu aufsetzen, müssen wir die Frage beantworten, wie sieht denn der Sozialstaat 2025 aus? Was brauchen wir denn da? Und da sage ich, da wünsche ich mir, dass jeder deutsche Arbeitnehmer, jede deutsche Arbeitnehmerin ein Zeitbudget hat, ein Chancenkonto, so haben wir das genannt, wo sie selber sagt, ich kann in meiner Lebenszeit, in meiner Arbeitszeit, kann ich mir auch Auszeiten nehmen, wenn ich das für richtig halte. Und vor allem soll das möglich sein für Weiterbildung. Und das ist eine Sache, die aus meiner Sicht unbedingt kommen muss. Und das sind Punkte, wo wir, glaube ich, nach vorne gucken. Ich lade Frau Baerbock, wenn sie Zeit hat, also die Annalena, gerne zum Debattencamp zu uns am Wochenende ein, weil wir genau solche Fragen, was kommt eigentlich, was passt eigentlich für die Zukunft, da auch aufrufen wollen. Also wir sind da auch im Aufbruch und gucken nach vorne und nicht mehr nur zurück. Und das meinte ich auch mit Ballast abwerfen. Denn es ist diese komische Neigung teilweise in meiner Partei, zu sehr nach hinten zu gucken und zu wenig nach vorn momentan, die eigentlich zu einer progressiven Partei, wie die SPD sie immer war und sein soll und ist, nicht passt. Und deswegen sollten wir diesen Ballast der Vergangenheit auch abwerfen und die Energie für die Zukunft freimachen. Frau Baerbock, ist diese SPD, die Frau Nahles jetzt beschreibt, wenn sie sie mit Debattencamp, mit Erneuerung und Ähnlichem hinkriegen sollte, ist sie dann attraktiv für Sie oder sind Sie doch eigentlich längst bei einer Union, mit der Sie eigentlich gerne nochmal ein Schwarz-Grün, Jamaika, whatever versuchen wollen? Also wir Grünen sind, glaube ich, derzeit so nah und so sehr bei uns selbst, wie wir schon lange nicht mehr waren. Und das ist gerade unsere Stärke. Das Bewusstsein zu sagen, wir machen Politik nicht nach der Frage, mit wem, sondern wofür. Wofür stehen Grüne? Und das war auch nicht immer einfach. Und das ist was, was wir in den letzten Jahren, ist jetzt ja auch nicht nur seitdem ich mit erst ein Dreivierteljahr Parteivorsitzende, sondern in den letzten Jahren für uns auch nochmal wieder deutlich kritisch hinterfragt haben. Warum machen wir Politik? Was sind die entscheidenden Punkte? Und die Jamaika-Verhandlung, wo jetzt immer irgendwie aus meiner Sicht auch so ein bisschen Dinge verklärt werden, als wenn da sonst was entstanden wäre, das ist krachend gescheitert am Ende. Aber in diesen Jamaika-Verhandlungen waren wir als Grüne nochmal ganz klar und heftig gezwungen, weil das nichts war, wovon wir geträumt haben, ja, sondern weil es in dem Moment notwendig war, aus unserer Sicht, aus einer absoluten Verantwortung. Und in diesen Nächten, und ich kann sagen, jeder mal, vielleicht Jürgen nicht, hat da geheult von uns, weil wir immer wieder vor der Frage standen, wo ist unsere Schmerzgrenze, wo ist diese rote Linie? Und das hat uns deutlich gemacht, was sind die Punkte, für die wir wirklich stehen, für die wir Veränderung schaffen wollen. Und mit dieser Stärke sind wir rausgegangen in den nächsten Parteitag, wo wir gesagt haben, und das wollen wir jetzt umsetzen. Und das ist ein klarer proeuropäischer Kurs. Und jetzt sagen alle, naja, die Grünen stehen da für Europa. Aber wir haben deutlich gemacht in diesen Jamaika-Verhandlungen, wir werden Europa nicht verkaufen. Und die Frage, wie viel ist uns Europa wert? Wir werden dazu stehen, dass wir eine Erhöhung des EU-Haushaltes aus deutschen Geldern finanzieren müssen. Und das ist nichts, wo man sofort Applaus bekommt, aber ansonsten bricht diese Europäische Union auseinander. Und uns selbst zu vergegenwärtigen, wofür stehen wir? Für ein starkes Europa, für radikalen Klimaschutz. Und ich sage an dieser Stelle wirklich radikal, weil alle sind über uns hergezogen mit diesen 7 Gigawatt. Und dann hieß es immer 7 Gigawatt. Und ich glaube, da sieht man ja auch den Unterschied. Und auch da teile ich nicht so ganz, was vorher gesagt wurde. Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen. Und Barbara Hendricks und ich haben in der letzten Legislatur, weil wir das beide inhaltlich gemacht haben, Sie als Ministerin und ich als Fachabgeordnete, immer wieder gerungen. Das ist die Aufgabe meiner Generation. Und deswegen glaube ich auch, dass es nichts ist, was die Grünen allein machen müssen. Erstens, alleine schaffen wir das nicht. Das ist ein Projekt für die gesamte Gesellschaft und alle Parteien, die sich nicht damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das wäre ein Punkt, über den man diskutieren muss. Die werden nicht vorankommen, weil auch eine Industriepolitik nicht funktionieren wird, wenn sie nicht die Grenzen des Planeten akzeptieren. Und das war so ein anderer Punkt, den haben wir deutlich gemacht. Für uns ist das Klima nicht verhandelbar. Und der dritte Punkt, wenn ich hier noch ganz kurz anschließen darf, ist die Frage Haltung
Weltoffenheit, auch wenn einem der Wind richtig heftig ins Gesicht bläst. Und das war am Ende der Punkt, weswegen ich wirklich, und das sage ich auch offen und ehrlich, sage, wir haben alle mal richtig geheult. In diesen Verhandlungen hatten wir eine Nacht, wo diese 7 Gigawatt, auf die ich mächtig stolz war, die Frage stand, sind 7 Gigawatt, sind die 90 Millionen Tonnen CO2, die wir einsparen, mehr wert als 70.000 Menschenleben mit Blick auf den Familiennachzug? Und solche Abwägungsprozesse im Zweifel zu treffen, was ist die Kernidentität einer Partei, was ist unsere rote Linie im Bereich auch von Flüchtlingspolitik und Menschenrechten und das in Verhältnis zu setzen zur Frage Klimaschutz und Umweltschutz, das ist was, was hart ist, aber was am Ende für uns dann klar war und mit dieser Haltung sind wir auch in die Phase danach gegangen und deswegen haben wir auch bei den letzten Landtagswahlen aus meiner Sicht so gepunktet, weil wir deutlich gemacht haben, wir haben hier rote Linien und vor allen Dingen wir haben Werte, für die wir kämpfen und mit wem wir das dann umsetzen, das müssen wir nach jeder Wahl dann auch entsprechend entscheiden. Da würde ich gerne einhaken, bei eben genau, was Sie gesagt haben, wir kämpfen für Klima. Frau Nahles, haben Sie das schon mal bereut? Sie haben mal vor Wirtschaftlern gesagt, radikale Klimaleugner, das sei genauso schlimm wie heftige Klimaschützer, radikale Klimaschützer. In dem Sinne, es ist mir jetzt nicht mehr der Wortlaut, aber das hat für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt. Und das hat auch sehr viele gesagt, damit ist von jungen Leuten, angefangen von ihrem Juso-Chef Kevin Kühnert, der da entsetzt war, aber viele Wähler, viele junge Leute haben gesagt, so ist eine SPD für mich nicht mehr wählbar. Zunächst möchte ich mal sagen, dass es jetzt eben so klang, als ob die Grünen Jamaika haben platzen lassen. Das war ja dann doch nicht so, weil es rote Linien gab, die überschritten wurden, sondern es ist die FDP. Ich weiß das deswegen so gut, weil ich nämlich zu Frau Merkel gegangen bin und sie gebeten habe, mich als Arbeitsministerin zu entlassen, um Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag zu werden. Und deswegen sind die Abläufe mir noch ziemlich klar. Deswegen will ich mal an dieser Stelle sehr klar sagen, dass es für jede Partei, die in eine Koalitionsverhandlung geht, diese schmerzlichen Prozesse gibt. Und je weniger die Volksparteien, wie Jürgen Trittin eben gesagt hat, binden und Interessenausgleich in ihren eigenen Reihen hinkriegen, umso schwieriger wird es ja wohl dann, wenn das stimmen sollte, in Zukunft, wenn alle mit ihrer Maximalposition, mit ihrer Klarheit in den Wahlkampf gehen, maximal Stimmen generieren und danach dann genau in dieser Situation stecken, dass man natürlich dann auch Kompromisse finden muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen fand ich das Konzept Volkspartei an dieser Stelle auch immer sehr gut, weil man diese Prozesse teilweise in eine Partei verlagert und den Interessenausgleich da versucht zu organisieren. Deswegen dem Abgesang der Volksparteien schließe ich mich an dieser Stelle deswegen jetzt noch nicht an, weil ich das nicht für gelöst halte. Ich glaube, das hat sich in der Realität bei Jamaika gerade nicht bewiesen. Das hat nämlich am Ende nicht funktioniert. Und deswegen muss das sich ja mal dann irgendwann zeigen, ob das dann klappt. Die zweite Sache ist, mir hat man tatsächlich noch nie vorgeworfen, dass ich jetzt sozusagen die Person bin, die dafür steht, dass die SPD jetzt grüner wird als die Grünen. Das ist aber etwas, was, wenn ich Gerd Schröder richtig verstehe, nicht ist, wofür er mich kritisiert. Was ich allerdings an dieser Stelle sehr klar sage, ist, dass ich in die SPD eingetreten bin, weil es so etwas Komisches gab, wie die Diskussion über das sozial-ökologische Umbau der Industriegesellschaft. Es war so eine sperrige Formel, die mich aber sehr stark berührt hat und die mich in meinem privaten, von Photovoltaik über Insektenhotel, findet man bei mir alles, aber die auch, und das war der Grund, warum ich ja nicht zu den Grünen gegangen bin, sondern zur SPD, was ich eben wollte und auch heute will und wofür ich auch plädiere, ist, dass man eben das zusammenbringt. Und ich glaube tatsächlich, da gebe ich Annalena recht, dass wenn wir es schaffen, konsequent auch Klimaschutz und diese Transformation hin zu Klimaschutz auch in diesem Land zu machen, mit all den Ingenieurinnen und Ingenieuren, die wir haben, mit der Ingenieurskunst, die wir haben, sollte es uns gelingen,
nach meiner Meinung nach diese Innovation so auch zu machen, dass wir weiterhin im Lead sind, dann bringt das sogar am Ende Arbeitsplätze und kostet uns keine. Aber man muss es zusammendenken. Und dann sage ich an einer Stelle, radikaler Klimaschutz. Damit allerdings identifiziere ich mich insoweit nicht. Ich stehe zu den völkerrechtlich verbindlichen Zielen. Wir müssen die erreichen. Aber da müssen die Grünen auch so ehrlich sein, dass für die Sektoren dann auch genau zu sagen, nämlich nicht nur auf die Braunkohle drauf zu gucken, sondern dann muss es auch im Verkehrssektor, im Gebäudesektor, in der Landwirtschaft und so weiter. Das vermisse ich in der Auseinandersetzung. Es wird nämlich hier an dieser Stelle verkürzt. Ich möchte, dass wir für die keinen Strukturbruch haben in den Regionen. Ich möchte, dass die Leute in der Lausitz, das gebe ich zu, neben der AfD auch noch ein Kreuz bei der SPD machen können, weil sie das Gefühl haben, dass wir ihre Interessen auch vertreten. Und dass wir gleichzeitig ein Enddatum festlegen, Ausstieg Braunkohle, haben wir als Sozialdemokraten in diese Regierung mit eingetragen. Das war nämlich nicht da, das war auch nicht von Jamaika da. Dass wir jetzt zusammensitzen und ein Enddatum besprechen, das haben wir erreicht. Und dass wir ein Klimaschutzgesetz machen im nächsten Jahr. Das war ein Ding, das haben wir durchgesetzt. Nee, uns muss niemand darüber belehren, dass Klimaschutz ein ganz zentral, eine der zentralen Herausforderungen ist. Aber ich möchte, dass das ohne das Gefühl, dass ganze Regionen sich wieder abgehangen fühlen und von der Politik verraten fühlen, vonstatten geht. Und deswegen ergreife ich an dieser Stelle manchmal das Wort und sage, Moment mal, Blutgrätsche nein, aber gerne Klimaschutz ja. Das ist genau der Punkt, an dem ich vielleicht einen Unterschied habe. Und über Gigawatt, von dieser Frage habe ich echt noch nie viel gehalten. Ich bin eher dafür, dass wir es über Laufzeiten machen, genauso wie wir es beim Atomausstieg gemacht haben. Das war nämlich ein ziemlich cleverer Weg. Den könnte man eigentlich in diesem Falle hier auch für die Braunkohle nutzen, aus der wir aussteigen müssen. Das steht für mich außer Frage. Kurz noch? Ja. Kurz noch, genau. Ich wollte noch eins zu Jamaika sagen. Keine Ahnung, was beim Ende rausgekommen wäre. Ja? Also wir hätten ja einen Parteitag machen müssen. Wir haben da so eine Vorstellung. Wie bitte? Ich sag, da haben wir so eine Vorstellung. Da wusstet ihr mehr als wir, weil wir hätten über Parteitag kommen müssen und die FDP hat am Ende nicht mehr mitverhandelt. Und das meine ich mit verklären. Ja? Jetzt so zu tun, als wäre da alles geritzt gewesen, so war es nicht. Ja? Sondern am Ende haben dann nur noch zwei Parteien verhandelt und dann war es auch vorbei. Aber das ist jetzt ein bisschen vergossene Milch. Vielleicht nochmal zum Punkt Klimaschutz. Ja? Weil ich meine das wirklich erst, dass wir das zusammen anpacken müssen. Sonst werden wir das nicht hinbekommen. Wir dürfen die Frage von Klimaschutz und Arbeitsplätzen nicht gegeneinander ausspielen, weil es auch nicht im Sinne der Beschäftigten ist. Das ist das Fatale ja an der ganzen Debatte. Und deswegen bin ich auch bei den Gigawatt. Und deswegen sagen wir auch, es bringt uns überhaupt nichts, über 2030 zu reden. Weil um den Regionen, und ich kenne die halt genau, weil ich in Brandenburg jahrelang Politik gemacht habe und da lebe, in der Lausitz. Die Leute brauchen eine Perspektive. Da gibt es Menschen, die leben in den Dörfern, die wissen nicht, wird das noch abgebaggert oder wird das nicht mehr abgebaggert. Deswegen sanieren die ihr Haus nicht mehr, deswegen sind die Handwerker alle weggegangen, weil sie wissen nicht, die hängen zwischen Baum und Borke. Ja? Und die brauchen eine Ansage, geht es jetzt weiter oder geht es jetzt nicht weiter? Und das müssen wir ihnen sagen. Und da hilft auch kein Enddatum 2030, weil nämlich diese Dörfer, die müssen wissen, was passiert in den nächsten Jahren. Und die Klimaziele, auch das nochmal. Der Pariser Klimavertrag, der schreibt ja vor, dass wir in den nächsten Jahren alle 5 Jahre was erreichen müssen. Und deswegen sind diese 7 Gigawatt, auch wenn die technisch klingen, ja, die sagen, was wollen wir abschalten bis zum Jahr 2020. Und wenn wir das jetzt nicht angehen, CO2 sammelt sich nur mal in der Luft an, dann werden wir das Klimaziel 2020 verpassen und damit auch das Klimaziel 2030. Und deswegen unterstützen wir als Grüne ja auch diese Kohlekommission, weil wir sagen, die muss jetzt den Weg dafür ebnen, dass wir sozialverträglich aus der Kohle aussteigen können und gerade in der Lausitz den Menschen eine Perspektive geben können, nämlich den Braunkohlekonzern umzubauen zu einem Energiekonzern der Zukunft, damit die Menschen in Zukunft weiter im Energiebereich beschäftigt sind. Frau Baerbock, Frau Nahles, ganz zum Schluss würde ich Sie auch noch mal nach einer Sache fragen, was wir vorhin schon kurz angedeutet haben mit Herrn Schröder, Herrn Trittin. Die CDU und ihr Traumboy in Fragezeichen der Linken, ich zitiere noch mal die Taz, die hatte das so schön zusammengefasst. Ist das, was denken Sie, wäre für Sie als noch Koalition mit Merkel weiterhin oder, wenn das stimmt, was Herr Schröder sagt, wir haben nächstes Jahr neue Wahlen, als
Abgrenzung, die Sie ja mal dringend wollten, als Sie noch in die Opposition wollten zur CDU. Was ist für Sie, was wäre für Sie ein Kandidat Merz wert? Für beide, für Grüne und SPD. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass der Begriff Traumboy uns nie in den Sinn gekommen wäre. Ich kenne ihn nun aus meiner aktiven Zeit vielleicht noch besser, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters. Und kann nur sagen, es ist absolut für mich keine Kategorie. Wir haben erstmal eine Menge Parteivorsitzende der SPD auch gehabt in der Zeit, wo wir mit der Union regieren. Da haben die sich jetzt auch nicht immer eingemischt und kommentiert. Das müssen die jetzt austragen. Auf der anderen Seite, aber ehrlich gesagt, für mich sind andere Sachen. Entschuldigung, wir müssen selber stark sein und nicht irgendwie abgeleitet von irgendwas. Das ist doch völliger Schwachsinn. Also so eine Debatte überhaupt. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie man auf sowas kommt. Ich denke auch überhaupt nicht so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist entscheidend, wie diese Regierung hat, obwohl sie gerade von der sozialdemokratischen Seite mit großem Aufwand überhaupt ermöglicht wurde, das, was wir in Hoffnung und Erwartung hatten, bisher nicht eingelöst. Sie hat das nicht auf der Fachebene. Wir haben die Parität wiederhergestellt. Wir machen diese Woche die Rente, stabilisieren das Rentenniveau. Wir machen auch ein gutes Kita-Gesetz. Das mag alles sein. Aber es ist hier von einem grün-grünen Projekt, von einer Sache, wo die Leute Zuversicht mit verbinden, ist es weit entfernt. Und das ist die entscheidende Frage. Und dafür gibt es ein kleines Zeitfenster jetzt. Kriegen wir das noch hin? Ja oder nein? Und das ist für mich die entscheidende Frage, die man aushandeln muss, die man auch prüfen muss, die man auch am Ende haben muss. Und da ist mir das Personal mit Verlaub erstmal egal. Ich kam sehr, sehr gut mit Herrn Kauder klar. Ich komme sehr gut mit Herrn Brinkhaus klar momentan. Kann ja auch alles sein, aber das Gesamtwerk stimmt nicht. Und das muss sich halt ändern. Und wenn sich das nicht ändert, dann ist die Frage uninteressant. Deswegen bin ich der Auffassung, wir haben Wichtigeres zu diskutieren als das Vortanzen und die Chorusline der Union. Ja, wir sind schon wieder, die Zeit rast. Wir sind schon wieder am Ende von diesem Podium, beziehungsweise es gibt wieder die Möglichkeit für Sie, eben kamen nicht alle dran, auch noch mal Fragen an Frau Nahles und Frau Baerbock zu formulieren. Und da melden sich verschiedene. Ich sehe hier zum Beispiel eine junge Dame. Wenn Sie sich bitte kurz vorstellen und wichtig, kurze Frage, sonst kommen wir hier nicht über die Runden. Ich bin Mona Hille, Bündnis 90 Die Grünen Berlin und Teil einer grün-roten Regierung hier im Bezirk Berlin-Mitte. Und mich würde interessieren, welches das gemeinsame Projekt einer grün-roten oder rot-grünen Bundesregierung ist. Also, starten Sie. Also wir haben in den ganzen Gerechtigkeitsfragen, ja, da haben wir wahnsinnig große Schnittmengen. Und wenn wir mal anschauen, was wir im Bereich dessen, wie wir eigentlich Kinder aus Armut holen, was wir da angehen wollen, da gibt es aus meiner Sicht absolut deckungsgleiche Positionen. Die Frage ist, wie setzt man das am Ende um? Macht man das prioritär oder macht man das nicht prioritär? Welche Mittel stellt man an entscheidender Stelle zur Verfügung? Und das Thema von der Kindergrundsicherung, um in Deutschland diesen absolute, wirklich aus meiner Sicht Schande zu beenden, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt, das mit einer Kindergrundsicherung zu lösen, ist aus meiner Sicht, jedenfalls was ich fachpolitisch kenne, eins der großen Themen, wo wir absolut hundertprozentige Schnittmenge haben. Ja, die Hilfen für Kinder muss bedingungslos sein und sie ist es nicht momentan. Und das wäre ein großes Reformprojekt. Aber wenn ich jetzt gefragt worden wäre, er jetzt als erstes, ich hätte direkt gesagt, Europa. Hier sind die beiden proeuropäischsten Parteien, die der Deutsche Bundestag zu bieten hat. Wenn man ganz ehrlich ist, die FDP, was die europapolitisch für seltsame wirtschaftsliberale, nationalliberale Positionen teilweise übernimmt, die Linke ebenfalls teilweise, die CDU ganz klar sehr, sehr, sehr gespaltene auch.
AfD brauchen wir gar nicht drüber reden, dann sage ich mal ganz klar, wenn es jetzt in den nächsten Monaten um dieses Thema geht, wird man es deutlich spüren, dass die Grünen und auch die Sozialdemokraten mit Abstand die klarsten Positionen zu dieser Frage einnehmen. Und ich denke, dass wir nicht mehr unterscheiden können, das wird in Brüssel gemacht und das in Berlin, sondern dass sich das vielfach überlappt und dass es sehr wohl einen Riesenunterschied machen würde, ob es eine rot-grüne Regierung gäbe in Berlin, auch für dieses Thema. Und ein zweites Thema, was ich sagen möchte, ist wirklich, das ist eben auch angeklungen, friedenspolitisch sind wir definitiv auch nah beieinander. Da gibt es sehr große Schnittmengen. Und in diese Fragen werden wichtiger in den nächsten Jahren, wahrscheinlich schon in den nächsten Monaten, um es mal ganz klar zu sagen, vielleicht schon in den nächsten Tagen. Und ich glaube, da muss man auch, denke ich, an das, was eben auch gesagt wurde, vor die erste rot-grüne Bundesregierung anknüpfen. Das, ich denke, da haben wir eine große Gemeinsamkeit. Und die würde ich, die habe ich mit keiner anderen Partei, die ich im Deutschen Bundestag sehe, in der Form. Vielen Dank. Und eine Dame hatte sich da gemeldet. Ja, schönen guten Tag. Also ich bin Irene Flachsbart. Ich war Stipendiatin der Ebert-Stiftung. Ich finde es schade, dass jetzt über die wirklichen Probleme, also der Rechtsruck und der Niedergang der sozialen, also der SPD, jetzt stattfindet. Also ich möchte doch was sagen zu Friedrich Merz. Ich sehe das so wie Herr Schröder, dass der garantiert Kanzlerkandidat werden wird, der CDU. Und für mich ist das so eine Art feindliche Übernahme der Bundesrepublik durch BlackRock. Was sagen Sie dazu? Frau Nahles. Jo. Ja, ich meine, also ich bin wirklich, also ich, wieso soll ich jetzt hier Friedrich Merz verteidigen? Das ist doch sehr schön zusammengefasst. Guten Abend, mein Name ist Gesine Weber und ich bin aktuell Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wenn jetzt hier Frau Baerbock von Themen wie Europa, künstlicher Intelligenz spricht, dann sind es einfach die Themen, die meine Generation bewegen. Und ich bin mit weiblich und unter 30 hier im Saal gerade eine Minderheit, die aber 2050 auch noch hier stehen wird. Und deshalb ist meine Frage, die SPD deckt ja sehr viele Themen ab, die auch für meine Generation einfach wahnsinnig wichtig sind. Haben wir die Grünen? Ja, fassen es in einen besseren Rahmen. Machen wir ein bisschen Problemanalyse. Was machen die Grünen besser und was kann vielleicht und müsste die SPD von den Grünen lernen? Das ist jetzt wieder ein großes Thema, vielleicht können wir es kurz. Ich bin immer dafür, von der Konkurrenz zu lernen. Und das, was ich nur sage thematisch, also ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, dass wir diese Digitalisierung, ich habe jetzt eine ganze Reihe von Themen aufgebracht, Daten für alle, Gesetz vorgeschlagen und so weiter, aber Sie haben vollkommen recht. Der Rahmen ist ein anderer. Ich habe das Entscheidende, was wir, glaube ich, sehen müssen, ist Fokussierung. Das machen die Grünen ganz gut, haben wir, fokussieren sich auf bestimmte Themen und sie machen es auch noch fröhlich. Ich glaube, das wären die beiden wichtigsten Sachen, die wir uns abgucken können. Ey, doch noch Zeit für ein, zwei Fragen, höre ich, sehe ich gerade. Gut, dann versuchen wir es nochmal, aber danach. Katrin Roman, ich stehe heute hier für Managerkreis Friedrich-Ebert-Stiftung. Mich freut, dass doch jetzt so viele Schnittmengen aufkommen und dass man sich auch über die Schnittmengen gemeinsam freut. Ich wollte das nochmal vielleicht für wirtschaftspolitische Ziele. Sie sprachen es eben schon mit Digitalisierung an. Wir haben ja in Deutschland auch unter SPD-Mitwirkung sehr gut Industrie 4.0 durchgesetzt. Jetzt geht es um Big Data und KI, die ja auch, sagen wir mal, Zielsetzungen sind für einen ökologischen Wandel in der Industrie, weil wir Dinge ressourcenschonender steuern können. Ich möchte auch da noch mal vielleicht ermuntern, sich über eine Schnittmenge zu freuen in der wirtschaftspolitischen Zielsetzung. Das weiß ich leider nicht genau, weil ich nicht genau weiß, wie die Positionen der Grünen, das meine ich jetzt nicht irgendwie hämisch oder so, im Detail sind. Denn vieles bildet sich gerade auch als Position erst heraus. Ich sage das mal für meine Partei. Wir haben nach Industrie 4.0, als ich Arbeitsministerin war, das Thema Arbeiten 4.0 mal aufgebracht. Weil die Veränderungen, die wurden nur technisch über Breitbandausbau diskutiert. Dabei sind sie im Leben, im Arbeitsleben vor allem längstens angekommen. Und daher glaube ich, brauchen wir da auch entsprechend neue Positionen. Unter anderem, was mich sehr beschäftigt, ist die Frage, wer hat eigentlich die Nutzungsrechte an dem Rohstoff unserer Zeit. Der Rohstoff ist nämlich nicht Stahl, sondern Daten.
Und wer hat die Nutzungsrechte? Momentan Monopole. Staatsmonopole in China, die da einen richtigen digitalen Totalitarismus betreiben. Da ist Orwell nichts dagegen. Und auf der anderen Seite aber etwas clandestiner und kulturell kompatibler in Silicon Valley die großen Monopole, die im Prinzip von denselben Prinzipien funktionieren. Und jetzt ist doch die Frage, dem können wir uns doch nicht ergeben. Das ist doch eine ganz alte Frage. Es gab auch schon im Frühkapitalismus Monopole, sondern wir müssen uns doch jetzt die Frage stellen, wie kriegen wir das demokratisiert, dass, wie ich habe vorgeschlagen, wir machen ein Gesetz, das vorschreibt, dass die Daten geteilt werden müssen, um überhaupt wieder Marktwirtschaft zu ermöglichen und Mitbestimmung zu ermöglichen. Und das sind für mich zentrale Fragen. Ich weiß nicht im Detail, was die Grünen dazu sagen. Wäre mal lohnt, dass wir es rausfinden. Aber ich habe jedenfalls vor, dass genau diese Fragen die entscheidenden ökonomischen Fragen sind, die die SPD beantworten wird. Und das jetzt schon sehr bald. Also ich glaube, bei den Fragen haben wir große Schnittmengen, weil das natürlich die Fragen sind, denen wir uns allen stellen müssen. Für mich ist einer der Punkte mit Blick auf die Daten, dass wir das, was wir alles an Regulierung im analogen Zeitalter haben, wie zum Beispiel ein starkes Kartellrecht, was in Deutschland immer wieder unter Beschuss steht, brauchen wir ein europäisches, starkes, digitales Kartellrecht. Und das bedeutet, entsprechend muss man Großkonzerne wie Amazon und Google entsprechend auch, um es hart zu sagen, zerschlagen, weil die Macht, die da ausgeübt wird, ein Monopol ist, was man in einer analogen Welt so überhaupt nicht garantieren würde und könnte. Und da weiß ich, dass es einen großen Unterschied zur CDU gibt, aber ich weiß auch nicht, wie die Position der SPD an der Stelle ist, weil die Bundeskanzlerin gerade vor kurzem noch mal betont hat, wir sollen uns bei einem Kartellrecht im digitalen Welt mal nicht so hinten anstellen als Europäer, sondern uns deutlich machen, dass die Großkonzerne aus den USA im Zweifel ansonsten an uns vorbeihuschen. Und ich glaube, das ist der große Fehler. Wenn wir als Europäer in diesem digitalen Zeitalter sagen, da sind die Großen und wir richten uns nach dem aus. Die Stärke Europas war immer gewesen, wenn wir geschlossen und gemeinsam für Standards eingestanden haben. Und nehmen wir zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Ja? Was gab es da für Prügel? Aber selbst da, die Umsetzung, das muss man leider sagen, in deutsches Recht, das war das Problem am Ende, weil es eben nicht die Vorbereitungszeit gab wie in anderen europäischen Ländern. Damit hat man jetzt einen weltweiten Standard gesetzt, weil sich selbst Großkonzerne wie Amazon und Google davon eben nicht frei machen können. Und da haben wir tausende von Bereichen, gerade auch wieder in der Umweltgesetzgebung, die Standards, die es zum Beispiel beim FCKW-freien Kühlschrank gegeben hat, wo man gesagt hat, oh Gott, dann bricht der ganze Kühlschrankmarkt zusammen. Bei REACH, bei der Chemikalienverordnung. Wenn die Europäer den Mut haben und zu sagen, unser Markt ist so groß, dass wir die Standards setzen können, dann können wir aus meiner Sicht auch dazu beitragen, dass wir in einer digitalisierten Welt eben die Frage von Datenschutz, aber auch soziale, ökologische und bürgerrechtliche Demokratiefragen hochhalten. Und das wäre dann unsere Antwort im 21. Jahrhundert als Europäer. Das Plädoyer für Europa. Und eine allerletzte Frage ist, glaube ich, jetzt noch einmal bei Ihnen hinten. Ja, Helmut Hoffmann, seit 46 Jahren in der SPD. Seit 3 Jahren beschäftigt und polarisiert eine Frage ganz Deutschland und Europa, jeder im Saal weiß es, die Zuwanderung und die Migrations- und Flüchtlingspolitik. Fällt Ihnen eigentlich nicht auf, dass Sie an diesem ganzen Abend darüber so gut wie nichts gesagt haben? Nummer eins. Und Nummer zwei, das richtet sich an Andrea Nahles. Teilen Sie meine Meinung, dass es für die SPD extrem gefährlich ist, gerade in dieser Frage, also nicht grüner zu sein als grün, aber mindestens genauso grün. Und da denke ich an das, was Gerd Schröder vorher gesagt hat. Das tut uns nicht gut im Blick auf die breite Wählerschaft, die wir einmal hatten. Danke. Ich glaube, wir als Sozialdemokraten stehen für Weltoffenheit, aber wir sind, und das habe ich auch in meiner Antrittsrede als Parteivorsitzende gesagt, für Realismus ohne Ressentiments. Und Realismus heißt, dass wir genauso dafür jetzt gerade sorgen, dass dieses Land zum ersten Mal ein Einwanderungsgesetz bekommt. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich gerne auch regiere, weil ich es jetzt endlich mal umsetzen kann in dieser Regierung, hoffe ich. Füge ich hinzu. Aber auf der anderen Seite heißt das eben auch steuern und ordnen.
Das heißt auch, dass wir darüber reden müssen. Und da haben wir auch einen Dissens zum Beispiel zu den Grünen. Was sind sichere Herkunftsländer, was nicht? Dass wir definieren, was für eine Art von Einwanderung wir haben, was für eine Einwanderung wir wollen, wie wir sie steuern und wie wir das ordnen. Aber wenn die Leute auch hier sind, und das ist für mich der entscheidende Punkt, dann wollen wir sie integrieren. Und wir wollen das mit fairen Bedingungen tun, mit Arbeit, mit Bildung, mit Sprachförderung und mit einem anständigen Umgang miteinander. Und was ich nicht zulassen werde, ist, dass Leute, die hier sind, sich hier integrieren, dass die dann benutzt werden, um dieses Land zu spalten und gegen diese Leute zu hetzen. Dagegen werden wir uns zu jeder Zeit und immer hoffentlich auch zusammen mit den Grünen und anderen demokratischen Kräften in diesem Land wehren. Da bin ich mir auch sicher, dass wir das tun. Aber wir sagen Realismus ohne Ressentiments. Und das heißt, dass wir eben für eine geordnete, aber weltoffene Haltung an dieser Stelle stehen. Das ist im einzelnen Fall auch bei uns intern Diskussionsstoff, klar, woher denn auch nicht. Das muss man auch immer wieder in den einzelnen Sachen prüfen, wie man es dann konkret macht. Aber wir haben zum Beispiel in der SPD vor dem Sommer, als der Herr Seehofer mit unverschämten Mickey-Maus-Problemen, ich zitiere ihn, wegen Grenzfragen die ganze Republik aufgeregt hat, haben wir uns da sehr klar positioniert und haben aus meiner Sicht allen Grund zu sagen, die SPD ist doch nicht der Herr der Unruhe in diesem Land, was die Zuwanderungspolitik angeht, sondern es ist doch der Richtungsstreit in der CDU-CSU, der hier die ganze Republik in Atem hält und übrigens auch zu Entscheidungen führt, die äußerst problematisch teilweise sind. Also mit anderen Worten, ich sehe das als ein wichtiges Thema. Es ist für mich nicht das zentrale, alles überwölbende Thema. Wir arbeiten an einem Einwanderungsgesetz gerade und wir wollen, dass wir das steuern und ordnen, aber die Humanität, das klare Bekenntnis zur Weltoffenheit, das klare Bekenntnis dazu, die Menschen, die hier sind, gut zu integrieren, das vertreten wir genauso und mit Leidenschaft und das werden wir auch in Zukunft tun. Ein schönes Schlusswort. Frau Baerbock hat nur gesagt, sie hat nichts mehr zuzufügen, wenn ich das richtig interpretiere. Oder möchten Sie interpretiert, noch? Dass die Frage an Frau Nahles gegangen ist, aber dass man gemeinsam für Humanität und geordnete Strukturen eintritt, das ist aus meiner Sicht den Konsens und sollte ein Konsens zwischen allen demokratischen Parteien sein. Und ich glaube nochmal wieder, wir sind wieder beim Punkt Europa, weil das ist einfach die zentrale Frage unserer Zeit. Und wir werden dieses Thema eben nur europäisch lösen können und nur europäisch angehen können. Und das riesengroße Problem in den letzten Jahren war doch, dass man auf europäischer Ebene erst die Finanzkrise, wo es keine europäische Antwort wirklich gegeben hat, dann kam die ganze Frage von Digitalisierung, wo die Menschen das Gefühl haben, Politik hat das Heft des Handelns aus der Hand gegeben. Und auch bei der Frage Einwanderungspolitik, Migrations- und Fluchtpolitik in Europa hat eben Politik nicht die Kraft gehabt, das entsprechend zu gestalten. Und deswegen wird die zentrale Aufgabe bei diesen Europa-Wahlen sein, bei diesem Thema eine Antwort zu finden. Und das sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und da lohnt auch ein Blick zurück in die Vergangenheit. Ja, eben habe ich öfter mal gesagt, es sind andere Zeiten, da muss man Dinge anders machen. Aber gerade bei den europäischen Themen muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Keins der großen europäischen Integrationsprojekte ist gekommen, indem 450 Millionen Europäer gesagt haben, das ist es, das wollen wir schon immer. Alle wurden aufs Härteste erkämpft. Und zu sagen, wir können gerade nicht über eine europäische Flüchtlings- und Einwanderungspolitik reden, weil die Stimmung in Europa so schlecht ist, das verhöhnt diejenigen, die 45, als die Stimmung miserabel in Europa war, den Mut und die Kraft hatten, über ein gemeinsames Europa zu reden. Der Euro, als der eingeführt wurde, ja, manche in der CDU haben das ja auch vergessen, dass dieses Euro-Projekt was sozusagen unter liberaler, konservativer Prägung schon lange, lange vorher angegangen wurde und keine französische Erfindung, sondern eine sehr deutsche Erfindung. Der Euro wurde gegen massive Widerstände politisch mit umgesetzt. Die Osterweiterung, die wurde vorhin unter Rot-Grün gar nicht angesprochen, eins der großen rot-grünen Projekte mit, die Osterweiterung mit anzugehen, zu sagen, wir reißen diesen eisernen Vorhang ein. Und auch da war es so, dass nicht alle in Deutschland gejubelt haben, ja, sondern auch wieder ganz deutlich, auch mit Blick auf die Gewerkschaften gesagt haben, nee, erstmal polnische Arbeitnehmer nicht auf unseren Arbeitsmarkt. Ist auch so eine Geschichte, wozu das eigentlich beigetragen hat. Alle großen Projekte sind entstanden, weil einige politische Akteure den Mut
Mut hatten, gegen den Wind dafür mit Leidenschaft zu kämpfen. Und so ist das auch bei der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Man wird nicht 28 Staaten dafür bekommen, aber man wird einen Teil der Europäer dazu bekommen, wenn Deutschland bereit ist, das europäisch anzugehen. Und diesen europäischen Mut braucht es. Und dann sieht es, glaube ich, bei den Europawahlen auch wirklich gut aus, wenn die Demokraten in Europa gemeinsam kämpfen. Herzlichen Dank.